Legion, Nomad hier. Was haben Sie für mich? Nomad, hallo. Ich habe den Standort der letzten Ember Ruin Produktionsstätte. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Bestätigt. Wie sieht's aus? Wenn Sie die Anlage zerstören, hat Sentinel keine Produktionsmöglichkeiten mehr. Wir sind auf der Zielgeraden. Und ich dachte schon, es würde einfach werden. Ziehen Sie es durch, Ghost. Sie machen das gut. Verstanden. Nomad out. Alles klar. Herzlich willkommen zurück zum Live-Event Operation Ember Sky. Gastzone voraus. Diesmal mit der Mission Verzweifelte Maßnahmen. Verzweifelte Maßnahmen. Ja, und wir sollen das Gelände der Anlage, der Ember Ruin Verbreitungsanlage erreichen. Und dann mal wieder alles in Schutt und Asche legen. Kennen wir ja schon. Ich habe mich zwischenzeitlich noch mal ein bisschen eingedeckt. Habe mir einen neuen Gasfilter gekauft. Also neue Gasfilter. Überprüft eure Filter. Generell alles, was noch gefehlt hat. Raketenwerfer und der ganze Kladderadatsch. Spritzen, Verbände, alles neu gekauft. Natürlich muss da jetzt so eine blöde Wolf-Patrouille sein. Gut, dann knallen wir die mal weg. Die Frage ist, wo sind die Wolves dazu? Die sind direkt da, alles klar. Und Feuer! Gut. Niemand hat was gehört. Oh, Materialien für uns. Wieder mal eine Infiltration bei Nacht. Hauptsächlich deshalb, weil ich vergessen habe, im Biwak die Zeit vorzuspulen auf Tag. Es ist jetzt 0.40 Uhr im Spiel. Schützturm. So. Ich hab's gern schnell und sauber. Die müssen wir auf jeden Fall alle ausschalten. Einfacher ging es natürlich, wenn ich wüsste, wo der Generator ist. Gefunden. Dann schalte ich lieber den Generator aus, dann muss ich jetzt nicht 10. Was zum Schnellung! 10 Geschütztürme separat ausschalten. Ja, gleich wird's dunkel. Weißt du was? Dann lege ich denen doch hier eine Mine hin. Und die kommen ja immer gucken, ne? So. Viel Spaß, wenn der gucken kommt. Leg die dumme Sau um! Du weißt doch gar nicht, dass ich da bin. Hallo. So. Gut. Und da ist schon einer in die Mine gelaufen. Damit wäre der Generator jetzt endgültig hinüber. Also hier sind verdammt viele Wachen. Den Gasemitter zerstören natürlich. Haufen Wachen hier drin. Oh, Mann, schon wieder Gasmaske. Gasfilter muss wieder ausgetauscht werden. Haben wir hier zufällig eine Station? Natürlich nicht.
Machen wir auf. Gut, ich habe da unten aber eben eine Station gesehen. Dann fülle ich mal eben den Gasfilter wieder. Ist ja nicht auffüllen, ist ja austauschen. Wie viele waren denn das da hinten? Nur einer? Schade. Und dann habe ich eine Idee. Ich weiß nicht, ob die funktionieren wird. Ich werde sehen, ob sie funktioniert. Meine Idee ist, diesen Geschützturm hier zu übernehmen. Und dann die Tür damit zu zerstören. Sag schon mal, Team, geht dort in Stellung? Geht da drüben in Stellung. Unterwegs. Ein Treffer macht uns reich. Die sind irgendwo da draußen. Seid... Schnauze. So, schauen wir doch mal, ob wir damit die Tür zerstören können. Thatcher, alles klar. Nein, okay, geht nicht. Aber mit der Mine vielleicht, die ich extra vorne angelegt habe. Allerdings treffe ich die Mine nicht, das ist natürlich doof. Na gut. Dann eben wieder... Oh, ist vielleicht gar nicht so verkehrt mit den Minen. Lege ich mal eine Mine dahin. Eine dahin. Und vielleicht eine dahin. Wir sind nicht weit. Oh mein Gott. Das hat sich gerade angehört, als wäre der direkt neben mir. So, die nehme ich wieder mit. Komm. So. Und machen wir das Ganze so. Die werde ich ja wohl treffen. Die C4-Lage. Kämpfe schnell zu beenden. Team, Feuer frei. Geht nicht. Solange ich den Geschützturm kontrolliere, das ist natürlich doof. Okay. Weiß nicht, ob ich... Ja, komm. Ist natürlich auch hier. Da, komm mal da. Die Sau muss doch hier irgendwo sein. Hab ich den erwischt? Jo, sieht so aus. Da läuft er. Da lief er. Ich hätte gern, dass mein Team jetzt da reingeht. Ich kann den Geschützturm nicht verlassen. Was soll das? Team, Feuer frei. Feuer eröffnen. Dann geht's los. So. So, dann lassen wir die mal ein bisschen aufräumen. Wir geben hier von außen Deckung. Geht das auf Zeit? Nein, zum Glück nicht. Oh shit, Finker ist down. Shira Wolves. Ash ist auch getroffen. Das ist schlecht. Das läuft jetzt gar nicht mehr nach Plan.
läuft halt gerade echt gar nicht mehr nach Plan. Ich glaube, die sind alle down. Ich glaube, unsere Kameraden sind alle down. Falls ihr mich noch hört. Ich glaube, unsere Kameraden sind alle down. Das Ding ist halt saulaut. Ich meine, ich bin hier relativ gut geschützt. Allerdings ist der Filter fast leer. Der Alarm ist aber aus. Okay, der geht also nach einer Zeit von selbst aus. Das ist schon mal gut. Weniger gut ist natürlich, dass dass unsere Kameraden down sind. Ich gehe jetzt mal vom Geschützturm weg. Team, zu mir. Er sagt nichts, also sind die tatsächlich alle down. Sag ich erstmal Filter. Schauen wir mal, wo unsere Kameraden liegen. Da liegt das ist eine Hand oben, oder? Nee. Da ist er. So. Ich hab dich, keine Sorge. Oh, falsche Taste gedrückt, verdammt. Irgendwie war ich gerade der Meinung, ich müsste F drücken zum Heilen. Hör durch, OP. Was bin ich? So. Hier ist erstaunlich wenig Gas drin. Also die Sicht ist erstaunlich. Warum ist da das Licht noch an? Ich habe doch den Generator zerstört. Haben die Notstrom? Sieht so aus. Das habe ich mir bei dir abgeschaut, Paps. So. Frage ist, wo liegen Finker und Ash? Tür ist auch nicht mehr wirklich da. Naja, nicht so ganz, ne? Ich will jetzt erstmal die Gegner da flitten, wenn es geht. Da wackelt jemand rum. Das ist Finker. Und da liegt Ash. Wir dürfen uns nicht überrumpeln lassen. Ich bin auf dem Weg zu ihr. Ich war uns zu sehen. Das wird schon wieder. Alles klar. So, Finker Baby ist wieder da. Das wird wieder Ash. Ash Baby ist schon. Bitte. Fast komplett tot. Können sie jetzt unglücklich werden. So. Jetzt. Hier. Zack. Ist das auch wahr? Es ist vorbei. Oh, hallo. Du hast vollkommen recht. Was es auch war, es ist vorbei. Gut, so, wir haben da unten noch einen. Wo geht's runter? Cooles Labor. Schätze ich. So, ich habe da unten irgendwo einen Sprengsatz gelegt. Es war da. Gut, ich sprenge jetzt. Legion, hier ist Nomad. Die letzte Anlage wurde zerstört. Verstanden. Es gibt ein neues Problem. Wir haben eine Nachricht der Führungsebene entschlüsselt. Anscheinend gibt es wichtige Informationen in einem Lager. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Sentinel hat vor, es zu zerstören. Wir brauchen diese Infos. Entschärfen Sie alle Sprengladungen und untersuchen Sie das Lager. Verstanden. Nomad out.
Na toll. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Schade. 10 Minuten. Zeitlimit. Oh, scheiße. Ich hasse Zeitlimits. 10 Kilometer. Ihr wollt mich doch verarschen. 10 Kilometer. Hallo? Gibt's hier vielleicht irgendwo einen Heli? 10 Kilometer. 10 Minuten. Also 9 Kilometer, 9 Minuten. Ah ja, doch, hier gibt's tatsächlich einen Heli. Wo ist der? Irgendwo da hinten muss der sein. Da ist er, genau. So, was muss ich machen genau? Erreichen Sie die Aquaponik-Farm. Oh, sogar ein Heli mit Miniguns. Ash, Finger, Thatcher, alles einsteigen, bitte. Einsteigen, prima. Und ab geht die Fahrt. Das erste Mal, dass wir hier tatsächlich so das Ausmaß von oben sehen können. Aber da wir hier so einen Heli spendiert bekommen haben, gehe ich davon aus, dass da auch noch irgendwo Flugabwehrgeschütze sind, die ich hier bei Breakpoint teilweise lächerlich finde und teilweise hasse. Dass ich sie hasse, liegt nicht so sehr an den Geschützen selbst, als vielmehr daran, dass es in Breakpoint die klassische Helikoptersteuerung nicht gibt. Ja, weil mit der klassischen Helikoptersteuerung kann ich den Raketen super ausweichen. Aber mit dieser Arcade-Steuerung kann ich es halt nicht. Oder nicht so gut. Und lächerlich finde ich sie, weil sie halt einfach nur so gefühlt 300 Meter in die Luft fliegen und sich dann selbst zerstören. Wenn hoch genug fliegt, kommen die schon nicht mehr an einen ran. Ich hätte so gern die klassische Helikoptersteuerung, weil da kann man sich noch schön umgucken mit der Maus, ohne gleich zu steuern. Und vor allem macht das Fliegen halt viel mehr Spaß. Aber das wird auch schon seit dem ersten Technical Test vorgeschlagen. Ich habe das bei beiden Technical Tests, bei den Closed Betas, bei der Open Beta, ich habe das überall vorgeschlagen. Und nicht nur ich, sondern auch noch andere. Aber irgendwie gibt es da keine Reaktion drauf. Was schade ist. Denn ich bin in Wildlands super, super gern geflogen. Super gern. Und hier im Breakpoint macht es mir einfach keinen Spaß. Es ist einfach wie Zugfahren. Die Frage ist, kommen wir rechtzeitig am Boden an? Ich könnte auch mit dem Fallschirm abspringen, aber... Ist das ein Suchgebiet, wo wir... Ja, es ist ein Suchgebiet. Weißt du was? Ich springe Fallschirm ab und lande auf dem Gebäude mit dem Skell-Logo. Ich sehe eine Sam. Flieg nicht so hoch, sonst bemerken sie uns. Drei, zwei, eins. Konzentriert zu tief, es wird knapp! Entschärfen Sie die Sprengsätze. Alles klar, immerhin werden sie markiert, die Sprengsätze. Ich darf aber entdeckt werden, so wie es aussieht. Nachladen wäre vielleicht nicht schlecht. Kann ich die auch eintreten? Na toll.
Also nur so. Bin ich hier? Ich bin doch hier beim Sprengsatz, ne? Ja. Bisschen sprühen. Leise. Wir haben uns bemerkt. Natürlich haben wir uns bemerkt. Also wenn die uns jetzt nicht bemerkt hätten, hätte ich es mal ganz hart ausgelacht. Ist das hier zum Sprengsatz entschärfen? Ne, hätte mich auch gewundert. Musst du das? So, wo ist dieser Sprengsatz jetzt? Also, wir haben kein Risiko eingebiet. Sie haben wachsam. Wo ist der? Warum konnte ich hier rein? Hier vielleicht? Hier? Da ist noch ein Laptop. Ah, der hier. So. Hä? Und jetzt an den anderen? Oder wie? Ich versteh's nicht. Leg die Sau endlich um! Stopp mal. Was macht der da? Ich habe keine Erledigt. Ahnung. Ich verstehe es nicht. Ich passe auf dich auf. Hier vielleicht was? Nee. Was geht mit diesem Laptop hier? Geht gar nichts. Ich mache jetzt die anderen. Ich habe keine Ahnung, was das hier soll. Was hier? Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall noch mal eine Tarndosis. Ei, der wird's gerade getroffen. Hier vielleicht? Mörser, runter, schnell! Nee. Ich meine, hier war ja auch nichts. Es wird auch wieder da unten! Warum war da oben die Tür gesperrt? Stimmt, ist das wohl nachher hin muss erst. Team, Feuer frei. Feuer frei! Verstanden. Tarnspray? Ich schalte ihn aus. Gut, das wird das Ganze. Das wird das Ganze etwas knapp. So, zum nächsten. Warum wird mir die Tarnung nicht angezeigt, die ich durch das Spray habe? Das ist komisch. Was ist am nächsten? Hier drin? Nee. Ich habe keine Zeit, um da rumzuschleichen. Nicht mal mehr 2 Minuten. Gott, ist das weit weg. Wo piepst das? Da. Da piepst das, ne? Wo kann ich es entschärfen? Wo kann ich das Ding entschärfen? Da. Oh, toll. Das wird nichts mehr, glaube ich. Warum schüttelt er denn den Kopf? Mach doch. So, schnell weiter. Da ist der Laptop. Das wird ein sehr, sehr, sehr knappes Ding. Mach doch! Mann, da steht immer so blöd davor. Oh je, noch 30 Sekunden. Alter Schwede. Und jetzt wird das Ding nicht mehr markiert. Wo ist es? Das ist ja so. Das ist jetzt ein Suchgebiet, leck mich am Arsch. Da pieps. Da.
Komm, mach. Alter Schwede. Oh mein Gott. Das war die letzte. Ich muss herausfinden, was Sentinel zu verbergen hat. Hartes Ding, alter Schwede. So, herausfinden, was Sentinel zu verbergen hat. Und ich wette... Na toll. Wir können weiter, alles sicher. Darf ich mal? Wo ist der Heli? Da kommen bestimmt noch ein paar andere. Ein paar mehr. Oh Gott, nee, lauf! Hör doch auf! Danke, danke, Finger. Ich wette mit euch, das ist jetzt in dem. Habe ich zufällig noch die Mine dabei? Ja, geil. Ich wette mit euch, das ist jetzt in dem. Da, genau dort, in dem Laptop, wo ich eben schon war. Wo nix ging. Keine Minen mehr, schade. Ja, genau, der Laptop. So. Die sind gelandet mit dem Heli? Krass. Hab ich noch nie gesehen. Konzentriert euch! Tötet alles, was sich bewegt! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Vor allem, ich habe doch da unten überall Minen hingelegt. Sind die vielleicht übers Dach gekommen? Wenn die jetzt mit dem Heli landen können, wenn das jetzt irgendwie ein neues Feature ist, dann könnte das durchaus sein. Finger ist einfach die Beste. Finger ist mein Spirit Animal. Heieiei. Also ohne Finker wären diese ganzen Missionen, beziehungsweise einige dieser Missionen, ganz schöner Pains in the Ass gewesen. So, sichern Sie die Umgebung. Dafür gehen wir aufs Dach. Ich meine, ich habe noch andere Minen, theoretisch. Ich mache jetzt den Schalldämpfer ab. Ich darf nicht verletzt werden. Feuer frei. Feuer frei. Sichtkontakt herstellen. Ich meine, ich habe früher schon mal gesehen, dass die mit dem Heli landen. Aber nur, wenn ich die Schützen abgeschossen habe vorher. Wir können weiter. Alles sicher. Nachdem die Schützen abgeschossen waren, sind die schon immer gelandet. Und seit... zwei Patches oder so fliegen sie weg, wenn die Schützen weg sind. Und landen nicht. So, verlassen Sie den Bereich. Sehr, sehr gerne. So. Gut, habe ich noch eine Ersatzdingens? Ja, gut. Kann ich ja einfach hier runterspringen. Bereich verlassen. Legion, Nomad hier. Alle Sprengladungen wurden deaktiviert. Sehr gut. Was haben Sie herausgefunden? Ich habe einen Namen. Dr. Nathan Finley, ein Wissenschaftler. Ziemlich hohes Tier. Er ist wichtig. Mehr weiß ich nicht. Verstanden. Wir analysieren das und melden uns, wenn wir einen Standort haben. Roger, Nomad out. Heieiei, das war jetzt nicht gerade eine Mission zum Durchatmen, aber war trotzdem irgendwie geil. Gut, dass der eine Fail mit dem Laptop, okay, geschenkt, aber ja, ansonsten war es echt cool. Naja, und schwer. Also was heißt schwer, ne? Es hatte einen guten Schwierigkeitsgrad. Das Essen war nicht zu scharf, es war pikant. Okay, gut, dann schlag mir ein Abo um die Ohren und stülp mir die Glocke über den Kopf und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.